Man kann den Elan bei Florian von Brunn quasi spüren. Im Laufgalopp nach oben. Der 48-Jährige steht für einen personellen Neuanfang in der SPD. Genau deshalb kandidiert der Münchner Landtagsabgeordnete für den Landesvorsitz. Wir können nicht nur auf den Schulz-Effekt vertrauen, sondern wir müssen an unserer eigenen Stärke arbeiten. Sie wissen, es gab auch schlechte Umfragen in letzter Zeit. Und deswegen, glaube ich, ist ein Neuanfang, aber auch sozusagen das Arbeiten daran, dass die Partei mehr Selbstbewusstsein hat, dass sie mehr Stärke hat, sehr, sehr wichtig. Damit kommt es zu einer Kampfkandidatur in der SPD zwischen von Brunn und der langjährigen Generalsekretärin Natascha Kohnen, die bereits vor gut einer Woche angekündigt hatte, für den Landesvorsitz zu kandidieren. Zuvor erklärte der amtierende SPD-Landeschef Florian Pronold auf dem Landesparteitag im Mai nicht mehr anzutreten. Kohnen äußerte sich am Dienstag bei München TV in der Sendung Stadtgespräch zur Kandidatur von Florian von Brunn. Was mir total wichtig ist, es geht nicht gegen, sondern es gibt zwei Vorschläge im Moment. Vielleicht gibt es ja auch noch drei oder vier. Wie ja, zum Beispiel in Berlin bei der SPD, da gab es drei. Bis in Baden-Württemberg auch. Kann man sich noch bei Ihnen bewerben. Und dann stellen wir uns einfach vor, so wie wir sind. Und ich glaube, viel wird auch davon abhängen, welche Empfindungen wir auch auslösen. Weil es geht ja, also das habe ich zumindest im letzten Jahr insbesondere gelernt, dieser ewige Politsprech und so weiter, der ist es nicht. Überhaupt nicht, sondern du musst eine Sprache sprechen wie du und ich am Küchentisch. Die Menschen verstehen Politik zum Teil schon überhaupt nicht mehr. Und vor allen Dingen musst du auch ein Gefühl vermitteln. Ich sehe es jetzt mal nicht als Kampfkandidatur, ich sehe es als Wettbewerb darum, welches Konzept das Richtige ist, welche Ideen die bayerische SPD nach vorne bringen. Von Brunn sitzt seit 2013 für den Stimmkreis München-Giesing im Bayerischen Landtag. Der 48-jährige verheiratete Familienvater hat sich in der Vergangenheit als politischer Sprecher für Verbraucherschutz seinen Namen machen können. Auch für Umweltthemen tritt von Brunn verstärkt ein. Ihm geht es jetzt darum, die Basis verstärkt mitzunehmen. Ich möchte wirklich mit der Parteibasis sprechen. Ich will auch, wenn ich Parteivorsitzender werde, zuerst mal die Unterbezirke besuchen, die mich einladen und mit denen darüber diskutieren, was sind ihre Anregungen. Was ist Ihre Kritik? Also die Parteibasis, unsere Kommunalpolitikerinnen, unsere Kommunalpolitiker. Und dann sicherlich auch, dass ich wirklich dafür stehe, dass wir uns sehr, sehr hart auch mit der CSU auseinandersetzen. Sachlich, aber hart. Seitdem Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten der SPD ausgerufen wurde, schwimmt die Partei auf einer Welle der Euphorie. Diesen Rückenwind wollen nun auch die bayerischen Genossen nutzen. Aber wir können uns nicht darauf alleine verlassen, sondern wir müssen wirklich hier daran arbeiten, dass wir eine effektive Opposition machen, dass wir die Landtagsfraktion und die Landesgruppe im Bundestag besser vernetzen, dass wir die Basis mitnehmen und uns intensiv auch gerade im Bereich soziale Gerechtigkeit, Wirtschafts- und Sozialpolitik an den Diskussionen als Partei beteiligen. Also auch eigene Stärke, weil es nützt auch der Bundes-SPD, wenn die bayerische SPD immerhin der zweitgrößte Landesverband entsprechend stark ist. Florian von Brunn gegen Natascha Kohnen. Auf insgesamt 7 Regionalkonferenzen, also in jedem Regierungsbezirk Bayerns, werden sich Kohnen und von Brunn in den nächsten Wochen vorstellen. Anschließend wird dann die Basis befragt, wer der oder die neue Landesvorsitzende der Bayern-SPD werden soll. Im Mai findet dann der Landesparteitag statt.